Platz 1, Jan Böttcher, das Lied vom Tun und Lassen. Sie war früher zurückgekehrt als all die anderen. Am dritten Tag der Sommerferien stand Clarissa Winterhof in meiner Küche. Und dann verliebt er sich in sie, ein skeptischer Beamter, der eine Schule begutachten sollte. Die gerade 18-jährige Clarissa trauert um ihre Freundin, die Selbstmord gemacht hat. Und in der Mitte steht ein alternder Musiklehrer mit unkonventionellen Unterrichtsmethoden. Das Lied vom Tun und Lassen ist ein Reigen von drei Personen und drei Generationen. Es ist ein Reigen um Liebe, Verlust und Neubeginn. Platz 2 und 3, Junge von Sebastian Pohlmanns. Er stand auf und hauchte gegen die Scheibe und konnte jetzt hinter dem verschwindenden Beschlag wie durch ein Loch in den Garten hineinsehen. Junge ist der erste Roman von Sebastian Pohlmanns. Es ist die Geschichte eines Jungen, der plötzlich feststellt, dass er anders ist. Er spürt Schwindelschübe, Herzrasen. Er fühlt sich deplatziert. Aber er schöpft auch Mut aus seinem Anderssein. Er spürt, dass er fort muss, fort aus einem Dorf, das ihn einengt, aus einer Umgebung, die so normal ist, dass er merkt, dass er ganz woanders hin will. Platz 2 bis 3, Die Schmerzmacherin von Marlene Strerowitz. Es ging immer nur darum, wer und wann zum Verrat fähig sein könnte. Dies herauszufinden ist der Job von Amy Schreiber. Sie lässt sich zur Security-Expertin ausbilden. Sie ist 24, hübsch und will weg aus ihrer Vergangenheit. Sie lernt zu kämpfen. Schnell, hart, atemlos. Und genau so schreibt auch Marlene Strerowitz. Platz 4, Eileen Chang, das goldene Joch. Shanghai vor 30 Jahren, in einer Mondnacht. Vielleicht haben wir den Mond von vor 30 Jahren gar nicht recht bemerkt. Autorin Eileen Chang war in den 40er Jahren der Star der Literaturszene von Shanghai. Mit dem goldenen Joch liefert sie 5 Kurzgeschichten, die den Leser in das sich wandelnde China dieser Zeit entführen. Es sind Erzählungen von Kabale und Liebe in Fernost. Platz 5, Die Liebeshandlung von Jeffrey Eugenides. An diese Einzelheiten zu denken, würde ihr zwangsläufig die Gründe in Erinnerung rufen, weshalb sie überhaupt so viel getrunken hatte. Und das wollte sie auf keinen Fall. Hier geht es um Madeline, eine College-Studentin. Es sind die 80er Jahre und das Thema ist eine Dreiecksbeziehung unter Studenten. Die drei wandeln auf manchmal fließenden Grenzen zwischen Liebe, Verrücktsein und Erkenntnis. Platz 6, Wolfgang Herrndorf, Sand. Auf der Lehmziegelmauer stand ein Mann mit nacktem Oberkörper und seitlich ausgestreckten Armen, wie gekreuzigt. Es ist August 1972 und wir sind in der nordafrikanischen Wüste. Wir sind unter lauter 68ern. In dieser Kommune passiert ein mörderischer Anschlag. Tote Europäer,
mysteriöse Schmuggler, ein Held mit Gedächtnisverlust. Das sind die Ingredienzen, aus denen Wolfgang Herrndorf einen rätselhaften Wüsten-Thriller macht. Platz 7, Wilfried F. Schöller, Döblin. Undurchdringlich sein, das wollte er früh. Das gehörte zu seinem Lebensvorsatz. Das schreibt Wilfried F. Schöller über Alfred Döblin. Er liefert eine große Biografie des Autors von Berlin-Alexanderplatz. Es ist eine umfangreiche Lebens- und Werkbeschreibung und wir lernen, was Döblin machte, macht er im Übermaß. Platz 8, Louis Begley, Schmidts Einsicht. Silvester, 8 Uhr morgens, noch 16 Stunden, dann war wieder ein beschissenes Jahr vorbei. Beschissen wie das ganze letzte Jahrzehnt. Schmidt, das ist das geizige und snobistische Ostküsten-Alter-Ego des Autors Louis Begley. Dieser Schmidt steht vor einer neuen Herausforderung. Schmidts Einsicht ist, nach Jahren der Liebe und des Leidens ist es Zeit, sich endlich zu ändern. Platz 9 bis 11, Josef Bierbichler, Mittelreich. Nun lass du den doch auch mal ran, murmelt der alte Mann und schlägt mit seiner Linken nach dem flatterhaften Vogel. Ist nicht alles für dich. Das ist ein Ausschnitt aus Josef Bierbichlers Mittelreich. Bierbichler ist Schauspieler und er könnte das alles viel besser vorlesen. In klarer und poetischer Sprache erzählt er von einem Jahrhundert Deutschland. Am Beispiel einer Familie, die auf Gedeih und Verderb ihrem Erbe ausgeliefert ist. Es geht um eine Seewirtschaft in Bayern, um eine Familie, um drei Generationen. Platz 9 bis 11, Walter Böhlich. Die Antwort ist das Unglück der Frage. Er war ein Querdenker, ein Widerspruchsgeist, zornig, bissig, ein Polemiker aus Liebe und Leidenschaft, von dem sich immer wieder neu lernen ließ, was es heißt, selber zu denken. Das ist kein Zitat des Autors, sondern eins über den Autor. Das Buch enthält ausgewählte Schriften von Walter Böhlich, der 2006 gestorben ist. Und man kann einen scharfen Denker entdecken oder wiederentdecken. Platz 9 bis 11, Walter Mörs. Das Labyrinth der träumenden Bücher. Hier geht die Geschichte weiter. Sie erzählt, wie ich nach Buchheim zurückkehrte und zum zweiten Mal hinabstieg in die Katakomben der Bücherstadt. Der schreibende Lindwurm Hildegunst von Mythenmetz erzählt aus seinem Leben. Und er erzählt besonders von den Kämpfen unter der Erde Zamoniens, wo Buchlinge und Bücherjäger einander verfolgen. Walter Mörs überzeugt uns davon, dass Zamonien weit mehr ist als ein Kontinent. Eher ein ganzes Universum. Oder vielleicht noch viel mehr.